Sonntag, der 27. März 2022. Warum ich immer noch ganz entspannt den Bienen zuschauen kann. Viel Spaß. Ja, hallo meine lieben Bienenfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Kurz- und Praxisvideo von nordbiene.de. Ja, wir haben Sonntag, schönstes Wetter bei 12 Grad im Schatten. Daher auch noch ein bisschen der dicke Pullover hier. Bei euch mag es ein bisschen wärmer sein wahrscheinlich. Ich kann immer noch ganz entspannt den Bienen zuschauen. Ich mache hier gerade meinen Spaziergang durch den Garten und lade euch herzlich zu diesem Spaziergang ein. Und wie wir sehen, die Weide, die ist immer noch in Vollblüte hier. Das ist jetzt die Drachenweide und die Bienen, die wissen gar nicht, wohin sie fliegen sollen. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ja, schönstes Wetter, leichter Nordwind, leichte Nordströmung. Aber alle Bienenvölker sind ganz massiv am Fliegen hier. Auch die Mini-Plus-Völker. Und natürlich auch die Segeberger Völker, alle zurzeit in voller Sonne hier. Richtig toll. Es gibt noch nichts zu tun. Viele haben es von euch schon gesehen. Ich habe hier noch die Mäusegitter drin. Ich finde, es ist noch ein bisschen früh, hier die Mäusegitter zu entfernen. Zumal es auch nächste Woche noch sehr kalt werden soll, wieder einstellige Tageshöchsttemperaturen und wahrscheinlich ohne Bienenflug. Und auch nachts haben wir hier jede Nacht Bodenfrost. Von daher lasse ich die Mäusegitter auf jeden Fall noch drin. Das ist ja 8 mm Maschenweite. Da haben die Bienen gar keine Probleme, hier den Pollen durchzubekommen. Aber wir sind auf der sicheren Seite, dass die Bienen hier keinen Mäusebesuch bekommen. Mäusegitter werden viel zu früh herausgenommen oder auch viel zu spät eingelegt. Und der Mäuseschaden im Volk, der ist dann ganz massiv. Das wollen wir natürlich verhindern hier. Denn Mäuse im Bienenvolk, das mag kein Imker und das mag auch keine Biene. Ja, einfach nur toll, wie die Bienen fliegen. Die tragen massiv Pollen ein, aber auch viel Nektar. Und nicht nur von der Weide, sondern mittlerweile auch von Zierkirschen, nehme ich mal an. Auch vom Schaboxkraut oder vom Buschwindröschen. Auch noch vom Krokus. Auch der Krokus, der blüht noch ein bisschen hier. Aber hauptsächlich ist jetzt die Weide in Vollblüte.
Ja. Und bis jetzt habe ich noch nicht eine einzige Wabe bei den Bienen gezogen. Noch nicht einmal irgendein Volk auseinandergenommen. Warum auch? Es ist ja eigentlich alles in bester Ordnung. Warum sollte ich die Völker jetzt auseinanderreißen? Wir sehen es immer wieder auf YouTube-Videos, dass die dritte, vierte Durchsicht bisher. Die Völker werden einmal auseinandergenommen, einmal durchgewühlt, einmal von links bis rechts und einmal von rechts bis links. Das ist hier eigentlich gar nicht notwendig. Die Bienen haben Platz genug. Sie haben Futter genug. Sie sitzen auf zwei Tagen. Alle Völker tragen ganz massiv Pollen ein. Was soll ich da jetzt die Völker durchwühlen? Denn wir erinnern uns, jedes Öffnen der Bienenvölker verursacht eine mindestens 24-stündige Unruhe im Volk. Das heißt, nach einem Eingriff, das ist eine kleine Operation, brauchen die Bienen einen ganzen Tag und eine ganze Nacht, um sich wieder einigermaßen zu normalisieren. Da würde ich das auch schade finden um jeden Trachttag, um jeden Pollenflugtag wie hier, wenn ich jetzt bei diesem Wetter hier meine schönen Bienen stören würde. Das macht man doch nicht. Warum macht man das? Das kann ich nicht verstehen. Ja, nee, ich schaue den Bienen lieber noch beim Pollenflug zu. Wie gesagt, Futter genug, Platz genug auch. Nektar kommt herein. In den Massen noch nicht so ganz massiv, aber wie gesagt, Platz ist genug da, sodass wir hier noch nicht eingreifen müssen. Für Honigräume wäre es hier noch viel zu früh. Ja, von daher kann ich ganz entspannt den Bienen zuschauen hier. Ja, und bei der Gelegenheit schauen wir auch gerne mal in meinen Dschungel, in meinen Urwald, vor 30 Jahren gepflanzt. Jetzt kürzlich ein bisschen ausgelichtet hier. Wir sehen vorne die Haselstrauchreihe, die habe ich auf den Stock gesetzt. Die meisten jedenfalls, so dass es hier im Wald noch relativ lichte ist, noch relativ hell. Ich habe hier auch noch einige Bäumchen gepflanzt, einige Vogelkirschenexemplare, obwohl die sehen sich hier auch selber aus. Also alles, was hier jetzt grün wird, grün ist, das ist Vogelkirsche. Traubenkirsche. Traubenkirschen, keine Vogelkirsche, sondern Traubenkirschen natürlich. Ganz besonders wertvoll für die Bienen und für die Insektenwelt. Im Frühling hier in Mitteleuropa. Ja, das ist mein Urwalddschungel. Früher war das hier alles Rasen. Davor war das Erdbeer und Kartoffel und so weiter von Oma. Ja, und hier rechts habe ich eine ganz kleine Totholzecke, wie wir hier sehen, so grenznah. Eine ganz kleine Totholzecke, seit Jahren schon aufgebaut hier. Die ist ungefähr 10 Meter lang, 3 Meter breit, also in der Breite. Und ungefähr 2,50 Meter hoch. Ja. Eine ganz kleine Totholzecke muss sein. Hier fühlen sich nämlich ganz viele Tiere wohl. Nämlich der Zaunkönig brütet hier genauso wie das Rotkehlchen. Oder auch verschiedene Mäusearten, auch Ratten, aber auch Igel, die hier brüten. Also das ist was für die Natur hier. Ja, und der Wald, der wird so ruhig oder so maximal in Ruhe gelassen, wie es irgend geht. Auch Totholz kann hier im Wald liegen. Das sind hier ungefähr 600 Quadratmeter, na, 400 bis 600 Quadratmeter. Verschiedenste Laubbäume. Ja, einfach nur toll. Und hier ist die Natur zu Hause. Ich sage immer schon, wenn die Leute alle ihre Gärten verwildern lassen würden, dann hätte die Insektenwelt bei uns in Deutschland keine Probleme. Das ist einfach so. Und hier nebenan haben wir einen breiten Streifen. Da hatte ich vor Jahren 400 Weiden gepflanzt. Ja, auch wildes Gelände hier. Das ist die Natur. Wie gesagt, wenn ich mir manche oder die meisten Gärten anschaue, dann wundert es mich nicht, dass die Insektenwelt in Deutschland zugrunde geht hier. Ja, wir sehen, nach wie vor habe ich bei den Bienen nichts zu tun. Erst recht nicht am Sonntag hier. Ich erfreue mich am Bienenflug. Man kann auch am Flugloch viel ablesen. Sind die Völker weisenrichtig? Sind die Völker in Brut? Und sind die Völker auch vor allem richtig in Brut, nicht drohnenbrütig? Wir sehen hier auch zu Spitzenzeiten ganz viele Jungbienen fliegen, die sich einfliegen, die neu sterzeln. Das sind alles Anzeichen dafür, dass die Völker in Ordnung sind. Erstaunlicherweise bisher kein einziger Ausfall. Wie in den letzten Jahren, da hatte ich immer ein Volk, das war irgendwie drohnenbrütig oder so. Das kann ich dieses Jahr irgendwie noch nicht erkennen.
Ich habe also schon wieder viel zu viele Völker hier. So, und in das Blätterstockvolk, da schauen wir noch mal rein. Denn das Blätterstockvolk, das ist ja das einzige, außer dem Korbvolk, das auf einem Brutraum überwintert. Und das wäre dann das Volk, wo am ehesten dann eingegriffen werden muss. Ja, vielleicht vorher noch mal einen Blick ins Gewächshaus. Wie gesagt, draußen 12 Grad. Im Gewächshaus ist es natürlich ein bisschen schöner, wärmer, genau. Ja, draußen sind es schon 13 Grad. Und im Gewächshaus 33, sehr schön. So muss das sein. Subtropenklima, so wie ich es liebe. So, jetzt geht's auf zum Blätterstock. Ja, auch hier einigermaßen guter Bienenflug. Ja, viel Pollen. Die Bienen sind schon etwas verteidigungsbereit, das ist ein gutes Zeichen. Ja, hier sehen wir nochmal schön Polleneintrag. Ja, das ist gut. Auch Nektar, die Bienen sind schwer beladen, kommen schwer beladen nach Hause. Da können wir nach hinten nochmal reinschauen. Das ist ja durch die Glastür kein Problem. So, einmal die Tür aufmachen mal ganz kurz. Und dann schauen wir da mal rein. Genau, ja. Sehr schön. Baurahmen komplett belegt. Ja, und wir sehen auch hier frischer Nektar. Da glänzt der Nektar. Kann man das sehen? Ich glaube, das kann man erkennen, ne? Also wir haben hier in diesem Bereich hier tatsächlich frischen Nektareintrag. Toll. Die Königin ist jetzt hier noch nicht zu sehen. Da müsste ich mal mit Brille reinschauen. Aber wir sehen, es kommt tatsächlich Nektar herein. Ja, sehr schön. So, dann wollen wir das Volk nicht länger stören. Alles schön warm. Wunderschön. Ja. Ja, dieses Volk, das müsste dann als erstes erweitert werden. Also wenn der Nektar jetzt zunimmt hier, in gut einer Woche könnte dieses Volk tatsächlich den Honigraum bekommen. So. Ups. Okay. Tja, das war ein kurzer Spaziergang hier auf dem Bienen- und Naturgrundstück. Ich hoffe, euren Völkern geht es genauso gut. Bei euren Bienen wird genauso gut eingetragen und gestiftet und gewachsen. Das wünsche ich euch und euren Bienen natürlich. Ja, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Euch einen schönen Wochenbeginn. Tschüss.